Hallo und willkommen zurück zu meinem Let's Play von CrossCode. Wir sind gerade im Rätselkeller. Natürlich ein Rätselkeller, was sollte es auch sonst hier geben? Kann ich hier jetzt eigentlich runterschießen? Ah ja, da kann ich durchschießen, okay. Dann muss ich also das hier wegätzen und da irgendwie reinschießen, ja? Am besten von hier. Dafür muss ich nur stehen bleiben dafür. So. Oh je. Hä? Oh. Das scheint ja schon wieder eine sehr interessante Aufgabe zu werden. So. Aha. Eins. So, das hier muss weg. Ach so. Moment. Bevor ich jetzt hier wild rumballer wie so ein Opfer. Das muss weg. Und das muss auch weg. Und jetzt muss das hier noch weg. Moment, ich muss das mit der Maus machen. Sonst sitzen wir hier ewig. So, das muss weg, das muss weg und das muss weg. So, ich muss hier rüber. Mist. So, so, so. Und jetzt nochmal. Und dann Mist. Nein! Oh mein Gott. Ja, es kann sich nur um Stunden handeln. Hihi. Oh! Okay, nice, nice, nice. Kann ich hier hoch? Nö. Also ich kann hoch, aber ich komme nicht drüber dann. Das heißt, ich muss über Bande schießen. Das ist ja mies. Das heißt, ich muss im Prinzip hier ranschießen? Eigentlich will ich dahin schießen. Okay. Wir lassen mal Feuer. Ah, es klappt nicht! Aber dann schieße ich ja trotzdem nur hier hin. Und da will ich ja nicht hin. Wie muss ich denn schießen? Oh, das ist schwer. Es ist schwer. Es wird ein Stück dauern. Verzeiht mir meine Inkompetenz, aber... Was soll man machen? So. Bin gerade ein bisschen stumm, weil ich gerade... Also ganz ehrlich, ich philosophiere gerade ein bisschen über meinen Tag und meine Woche, aber davon mal abgesehen, versuche ich gerade den richtigen Winkel zu finden und das richtige Timing, dass ich da hochkomme. Okay, wenn ich einfach so schieße, wird das nix. Weil ich muss es ja aufladen, damit das weiter bouncen kann. So, wenn ich das so mache, bounce das da hinten gegen die Wand. Mist. Okay. Wir lassen alles auftauen. Einfrieren wieder. Und jetzt schießen, 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 schießen. Und normaler Schuss prallt auch da gegen die Wand. Dann weiß ich nicht, wie ich da rankommen soll. Mal anders hinsetzen. Vielleicht hilft das beim Überlegen. Wie komme ich da ran? Ich kann hier bouncen, dann fliegt der hier rüber. Wenn ich aber dahin fliegen will... Wie oft bounce das Ding? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, dreimal. Okay. 1. Wie mache ich das? Er darf nicht hier rankommen.
Eventuell, wenn ich ihn hier ranschieße. Vielleicht prallt er dann richtig ab. Nein. Vielleicht von hier hinten? Weil das den Winkel ändert? Nein, vielleicht von hier? Hm. Oh! Nein. Vielleicht noch ein bisschen schärfer die Kurve? Nee. Das ist doof mit der Ecke da, sag ich euch. Ganz schön doof. Jeder, der schreibt, dass es super easy ist, kriegt von mir ein dickes privates Foto von meinem Mittelfinger. Ah, so knapp! Noch ein Stück! Nein! Jetzt ist es zu weit. Ach, shit. Dex! Hm. Was ist, wenn ich es so versuche? Nee, es geht ja nicht. Bei uns ist ja viel zu häufig. Es ist ja ganz schön doof, ne? So. Ist ja eine spannende Folge bisher. Wie ein Typ auf Eis schießt. Okay, das ist nicht der richtige Winkel. So. Nein. So. Auch so nicht. Muss ich mich währenddessen dann noch bewegen? Never, oder? Niemals soll ich mich doch jetzt noch bewegen, oder? Ne. Hm. Achso, muss ich vielleicht fünfmal schießen und der letzte muss mit normalem Dings sein? Moment. So. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf und jetzt ein normaler Schuss. Ach so! Ach so! Okay. Hab's rausgefunden. Hurra! Ein Eistee auf mich. Köstlich. Und die Eremitenhütte ist endlich wieder warm. Sprich erneut mit dem Besitzer der Eremitenhütte. Ja, das könnt ihr machen. Hi, da ist ja unser Held. Wir haben wieder Saft. Er fluppt wieder. Fantastisch. Hm. Ich habe Frau Summers schon benachrichtigt, damit du dir deine Belohnung abholen kannst. Du bist aber flott. Bestimmt über Instant Messenger. Außerdem gibt es für dich als kleines Dankeschön auf alle unsere Drinks einen Nachlass. Oh, Alkohol. Das ist das nächste Wort, das wir lernen. Alkohol. Ich hoffe, wir werden dich hier noch öfter sehen. Bye. Ich bezweifle das stark. Gott sei Dank. Endlich geschafft. Okay, auf nach Bergen. Ich habe gerade einen seltsamen Geschmack auf der Zunge. Merkwürdig. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es ja Gift. Vielleicht hat ja jemand meinen Eistee vergiftet. Kann ja sein. So. Hi. Und willkommen zurück. Eine weitere Aufgabe hervorragend erledigt, wie ich sehe. Hm. Der Weg durch den Bergen Trail wäre ohne dich und deine Taten deutlich gefährlicher. Hm. Hier, nimm deine Belohnung, wir bleiben in Kontakt. Bye! Du hast die Heizanlage repariert und du bekommst dort ab jetzt sogar einen fetten Rabatt, einen netten Rabatt. Level up! Yeah, boy! Verteidigung plus 2 und Fokus plus 2, das ist echt nicht schlecht. Ja, und ein Skillpunkt, ja, bla bla bla. Gut. Was haben wir noch zu tun? Was können wir machen? Was sollen wir tun? Kistenkoller. Hauptweg durch das Maronental und... die Schildkrötenhöhle. Ich will ganz ehrlich sein, das mache ich nach der Hauptquest, weil wenn ich jetzt mich da umgucke und ich danach mich sowieso nochmal umgucken muss, das ist ja einfach nur rausgeschmissene Zeit. Ich würde mich da gerne umgucken und die Zeitquest jetzt machen, aber ich hoffe einfach mal, dass ich... Upsi, Daisy. Fast mein Controller weggerissen. Ich hoffe einfach mal dadurch, dass ich das jetzt erst mache,
mache ich dadurch nichts kaputt und mache mir die Sidequests nicht kaputt. So, hier ist der Quest Hub. Dann gehen wir da zum Markt. Blum, 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 blum. So, die Kisten komme ich auch noch nicht ran. Achso, Moment mal. Kann ich hier hoch? Nein, echt nicht. Oh Mann, ey. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, wie ich weiterkomme. Also nach oben komme. Wir gehen nach unten. Ein Mönch. Toll. Was für wertvolle Informationen. Oh. Oh mein Gott, das ist Bob Ross. Und nicht vergessen, es gibt keine Fehler, nur kleine glückliche Missgeschicke. Happy little accidents. Wie war? Wie heißt der? Es ist ein Maler. Oh, süß. Happy little accidents. Ach ja, Bob Ross. Oh, bist du süß? Ach du Scheiße, bist du süß? Liebe Menschen, ich bin Älteste von Baki Ikum. Ihr habt meinen Dank für Besuch unserer kleinen, bescheidenen Stadt von Schad. Für viele Jahre Mensch und Schad gearbeitet zusammen. Wir gehandelt, wir geteilt, wir gekämpft zusammen. Darum heute Baki Ikum ist Stadt von Schad und Mensch. Wir wissen, dass Mensch wollen lernen über Ahnen. Ahnen sind Vorfahren von uns Schad, trotzdem wir noch wissen wenig. Aber wir wollen helfen, Mensch. Baki Ikum ist Heimat von mystischer Statue. Ja, die haben wir ja oben gesehen im Markt. Statue hält Schlüssel für Fajro-Tempel, wichtiger Ort für Seeker-Mensch. Aber Statue reagiert, wenn Mensch hält glänzende Kugel. Wir haben glänzende Kugel und werden geben an Mensch. Aber wir haben eine Bitte. In Ostteil von Maronental, ihr befindet majestätischen Maronenbaum. Da waren wir schon. Maronenbaum sehr wichtig für Schar, aber befallen von Sandwürmern von Pfad. Wir fragen Mensch zu beseitigen, lässt Sandwürmer in Höhle unter Maronenbaum? Wir werden geben glänzende Kugel für beseitigen Sandwürmer. Mensch helfen Schad, Schad werden helfen Mensch. Ist ein Handel. Bitte sprecht mich an, um zu akzeptieren Aufgabe. Im Namen von alle Schad, danke euch für Zuhören. Wir müssen also den Baum retten. Dörkopt. Und klingt nach einer Pflichtquest. Lass sie uns annehmen. Aha. Sag mal, musst du nicht eigentlich mal irgendwie was für deine Studienarbeit machen, du? Naja. Faulenzer. Mensch, bist du bereit zu helfen uns in Austausch für glänzende Kugel? Na klar. Du hast unser tiefstes Danke. Bitte nehme diese Pass. Nötig, um zu betreten Höhle unter Maronenbaum. Maronenhöhlenpass erhalten. Ist die deutsche Sprache nicht was Schönes? Viel Glück. Hey Lea, ich will mir mal die Stadt vom Balkon aus ansehen. Gute Idee, da wollte ich nämlich eh hin. Verzeihung, ich trinke gerade was. Ui, ich mag diesen Ort. Alles ist so hell und farbenfroh. Aha. Lea? Ich geh dir doch nicht auf die Nerven, no? Ha? Weißt du, ich weiß, dass ich viel rede. Und du bist die meiste Zeit über sehr ruhig, nur am Zuhören. Ich hoffe, dass ich dich mit meinem Geplapper nicht irgendwie nerve. Oh. Wirklich nicht? Das ist okay für dich? Aha. Das freut mich. Für mich ist es übrigens total in Ordnung, dass du so ruhig bist. Du erinnerst mich sogar an einen alten Freund von mir. Trotzdem, ich würde gerne mehr über dich erfahren. Wenn dir also eines Tages danach ist, erzähl mir bitte mehr über dich. Oh ja, bitte. Ich würde gerne erfahren, wer Lea eigentlich wirklich ist. Aha. Bon. Tja, ich glaube, ich sollte mich jetzt besser mal ausloggen. Nein! Na gut. Naja, ich muss doch für morgen noch meine Gruppenaufgabe erledigen. Ich habe es ja gerade noch gesagt. Das ist ja... Ich meine, sie ist pflichtbewusst offensichtlich. Das finde ich super. Finde ich sehr gut. Vielleicht finden wir ja jemand anderes, mit dem wir Party machen können. Oder wir warten einfach auf Emily. Das wäre doch auch cool. Tut mir leid, aber heute kann ich leider nicht die ganze Nacht durchzocken. Und nochmal merci, dass du mit mir spielst und fürs Zuhören heute. Das hat mir wirklich gut getan. Keine Sorge, ich beeile mich mit meiner Arbeit. Ich bin in 0,nix wieder da. Und vergiss nicht unser Rennen im Fajro-Tempel. Au revoir. Bye. Oh. Warum? Oh mein Gott, ist das traurig. Sie ist so süß. Wie?
Wie? Warum? Lea, ist alles in Ordnung? Ah, ah. Warum? Ich verstehe nicht. Wie? Lea, es tut mir leid, ich kann nicht... Warum? Okay, ich vermute, du fragst dich, wie dein richtiges Leben aussieht, korrekt? Mhm. Also können wir uns wirklich nicht ausloggen, ja? Also ist das nicht einfach bloß... Wenn wir uns ausloggen, in Anführungszeichen, wenn Emily zum Beispiel schlafen gegangen ist, dann sind wir ja auch ausgeloggt, weil es irgendwie früh um 3 war oder hell, was weiß ich, keine Ahnung. Und wir hatten ja dann diese komischen Träume. Und ich hab für mich vermutet, ich hab's nicht ausgesprochen, aber ich hab's vermutet, dass wir uns nicht ausloggen konnten. Und ich schätze, es ist tatsächlich so. Weil sie hat ja auch Amnesie und sie weiß nicht, wer sie ist und so. Ich habe befürchtet, dass du früher oder später danach fragen würdest. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Ah, ah. Warum? Du lässt mir keine Wahl. Also gut, Lea. Bitte versprich mir, dass du ruhig bleibst. Oh, oh. Lea, dein echtes Selbst liegt momentan im Koma. Ah! Du leidest nun schon seit einigen Monaten an einem Schädeltrauma. Ah! Aus unerklärlichen Gründen hast du dein Bewusstsein innerhalb von Crossworlds wiedererlangt. Deshalb spielen wir dieses Spiel, Lea. Wir hoffen, dass du wieder erwachst, wenn wir deine Erinnerungen in diesem Spiel wiedererfinden. Ah! Lea, bitte beruhige dich. Wir haben immer noch alles unter Kontrolle, okay? Dein Zustand ist ernst, aber es ist kein Wettlauf gegen die Zeit. Wir müssen einfach alles versuchen, was in unserer Macht steht und auf das Beste hoffen. Okay? Es tut mir leid, dass ich dir das alles nicht schon früher erzählt habe. Es ist bloß... Ich wusste, dass es schwer werden würde. Lea... Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie du dich jetzt fühlen musst. Alles, was ich dir sagen kann, ist, es gibt Hoffnung. Wenn wir weiter Crossworlds spielen. Also, lass uns nicht aufgeben. In Ordnung? Okay. Trotzdem brauchst du jetzt wahrscheinlich erst einmal Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Sollen wir für heute Schluss machen? Aha. Gut, Lea, dann... Bis morgen. Oh nein, ist das alles traurig. Aber gut, es hat Plot, das Spiel hat doch noch Plot, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Vielleicht habe ich es übertrieben. Manchmal wünscht man sich, man könnte einfach in dieser Welt bleiben. Diese Welt. Er gab sie mir, sie so zu gestalten, wie ich will. Davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Warum kommen dir jetzt also all diese Zweifel? Die Dinge laufen doch gut bis jetzt. Oder nicht? Beruhig dich bitte. Das ist kein Wettlauf gegen die Zeit. Lea, ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie du dich jetzt fühlen musst. So treffen wir uns also endlich. Das muss sich komisch anfühlen, mich so zu sehen. Deshalb haben sie mir gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Aber das ist mir jetzt egal, weil ich will, dass du es auch fühlst. Diese Hölle, durch die wir gehen. Alles nur wegen dir. Initialisiere Avatar. Guten Morgen, Lea. Alles in Ordnung? Du siehst verängstigt aus. Hattest du einen Albtraum? Das ist bedauerlich. Ich meine, grundsätzlich ist es gut, dass du diese Träume hast. Immerhin sind sie der Schlüssel zur Heilung deiner Amnesie. Aber sie konfrontieren dich natürlich auch mit den Dingen, an die du dich nicht erinnern möchtest. Ich nehme an, dass du dich noch nicht an konkrete Menschen oder Orte erinnerst, habe ich recht?
In Ordnung, wir müssen der Sache einfach genug Zeit geben. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass dir heute etwas Gesellschaft guttun könnte. Nach all dem, was ich dir gestern erzählt habe. Deshalb habe ich mir vorgenommen, auf Emily zu warten. Aber sie scheint momentan recht beschäftigt zu sein. Dann habe ich aber gesehen, dass dieser Hexacast-Spieler online gekommen ist. Der dich gestern kontaktiert hatte. Erinnerst du dich? Warum rufst du ihn nicht einfach an? Hi. Oh, guten Tag, Lea. Wie geht es dir? Ah, Mist. Ganz vergessen. Ich hoffe, es geht dir gut. Aha. Also, sollen wir heute eine Party bilden? Aha. Okidoki. Wie wäre es, wenn wir uns am Wegpunkt Westeingang nördlich von Baki Ikum treffen? Aha. Alles klar, ich bin gleich da. Bye. Ja, und wir sind auch gleich erst da, denn ich mache jetzt erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu CrossCode. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jergo. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Würfel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.